Studio Wildcard hat Infos gedroppt zu einer neuen Map, die Ende des Jahres kommen soll, die sich mehr auf PvE als auf PvP spezialisiert. Viele neue Biome, neue Kreaturen, was das genau ist, schauen wir uns jetzt mal an. Moin, mein Name ist Nico, der Profi, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Mark. Wenn du darauf Bock hast, lass gerne ein Abo da und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Also die neue Map, die rauskommen soll und ihr seht es schon, die heißt Lost Island und es wird eben eine Map sein, die sich vor allem auf PvE spezialisiert. PvP soll laut Mod-Beschreibung, also es ist eine Mod-Map, es ist wieder von einem Modder oder einer Modderin, eine Map, die Wildcard quasi kauft. Und sie soll sich also PvP soll da nicht, ja, verloren sein, aber es geht mehr um PvE. Für mich auf den ersten Blick wirkt das Ganze so ein bisschen auf wie ein Ausblick auf Ark 2. Wir erinnern uns, Ark 2 soll ein bisschen storylastiger werden als Ark 1. Na, das war ja quasi gar nicht storylastig. Beziehungsweise man musste ja die Explorer Notes da so krampfhaft aufsammeln und dann sich irgendwie in die richtige Reihenfolge bringen, damit man die Story überhaupt irgendwie mitbekommt. Habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht. Jedenfalls fühlte sich für mich so an wie ein logischer Schritt, um dann auch eine Brücke zu Ark 2 zu schlagen, denn storylastiger und es soll eben auch wieder ein bisschen primitiver werden und vermutlich wird auch wieder der Fokus mehr auf den Dinos liegen als auf dem Tech-Kram. Ich gehe einmal kurz auf die Beschreibung der Mod ein. Die Mod werde ich euch auch verlinken. Man kann die Map aktuell schon spielen, allerdings ist sie noch nicht ganz fertig. Gehe ich später nochmal drauf ein. Jedenfalls ist es so, dass hier der Fokus auf dem Detail liegt. Ja, also die Map soll sehr detailverliebt sein. Und auf dem Realismus allerdings wird es auch so sein, dass dabei darauf geachtet wird, dass die Performance der Map einfach auch stimmt, sodass eben jeder da vernünftig drauf zocken kann. Ja, und es kommen eben auch super viele Biome mit auf die Karte. Also hier soll es ein Winterbiom geben, ein Steppebiom, ein Vulkanbiom, verschiedene Dschungelbiome, da gehen wir jetzt mal kurz rein, ein Sumpfdschungel, ein Mangrovensumpf, den Classic Jungle, dann ein Mammutbaumbiom, also es wird wahrscheinlich das Redwood-Biom sein. Ich bin gespannt, ob das nochmal in einer anderen Form adaptiert wird, also umgesetzt wird, als wir das jetzt kennen von The Island beispielsweise. Es wird eine Wüste geben, es wird eine Aberration, es wird einen Aberration-Bereich geben. Es gibt den tropischen Dschungel und ein Ozeanbiom, ein Korallenriff-Biom und tiefe Schluchten soll es geben, indem man sich dann verirren kann oder was auch immer. Und was ich auch sehr interessant finde, es soll ganz, ganz viele Höhlen geben, in denen man dann auch bauen kann, seine Base aufbauen kann und so weiter. Gerade jetzt mit Genesis 2, ne, Tech-Crop-Plot ist halt eine coole Sache, kann man auch in Höhlen dann seine Pflanzen anpflanzen sozusagen. Und es soll eben auch ein Netzwerk aus unterirdischen Gängen geben. Das heißt, unter der Map ist dann quasi nochmal eine Map. Und die bilden eben ein Labyrinth, das viele Fallen bereithält, aber eben auch Belohnung gibt. Das ist auch nochmal ganz interessant. Da kommt wieder so dieser Abenteuer-Survival-Aspekt dann ins Spiel, wenn man sich dann in dieses Labyrinth hineinbegibt. Wie gesagt, die Map kann aktuell schon gespielt werden. Also für Steam-Spieler, Epic Games-Spieler, PS4 bzw. PS5, Xbox und Xbox Series XS, irgendwie so. Spieler schauen da auf jeden Fall in die Röhre, weil es eben eine Mod-Map ist und ihr müsst dann noch warten bis zum Ende des Jahres, denn da wird die Map auch released. Ich bin gespannt, wie das jetzt werden wird, denn der Status der Map ist aktuell bei 35%. Hier blende ich mal ein Bild ein. Der fertiggestellte Teil ist hier in Gelb dargestellt. Das ist der Teil, der also schon bespielbar ist, beziehungsweise auch so bespielbar ist, wie er dann später sein soll. Und der rote Teil soll dann mit dem nächsten Update kommen. Ist ein ziemlich großer Teil. Ich bin gespannt, bei wie viel Prozent wir dann am Ende dieses Updates sein werden. Ja, und ich habe gerade den Punkt Realismus auch angesprochen auf der Map. Und laut dem Community Crunch auf der offiziellen Ark-Seite kommen drei neue Kreaturen ins Spiel, die es auch alle so mal gegeben haben soll. Also natürlich, ne, die Fähigkeiten und so werden sie wahrscheinlich nicht gehabt haben im echten Leben, aber es sind dann eben Kreaturen, die auch schon mal gelebt haben. Das heißt, hier wird wieder so ein weiterer Wunsch der Community, zumindest was ich mitbekommen habe, aufgegriffen nach, ja, der Wunsch nach Realismus, der Wunsch nach Dinos statt nach irgendwelchen Fantasiekreaturen und der Wunsch, ja, wie gesagt, Realismus statt dann Attack-Zeug, ne? Sehr interessant, dass das mit aufgegriffen wird hier von Studio Wildcard. Gefühlt liegt ab und zu auch mal der Fokus so ein bisschen auf den PvP-Spielern, ne? Wenn die sich beschweren, wird viel geändert. Meine persönliche Einschätzung an der Stelle mal kurz. Aber es wird eben der Fokus auch mehr dann wieder auf PvE liegen und auf der Story und so weiter. Deswegen sehe ich hier einen ganz klaren Übergang dann auch zu Ark 2, was ja absolut Sinn macht, nochmal im Winter dann wahrscheinlich, ja, Holiday Season,
nochmal eine Map rauszuballern, kostenlos, um die Leute wieder ins Spiel reinzubringen, damit die dann auch 2022, wenn Ark 2 dann kommt, Ark 2 kaufen. Jedenfalls, also, es kommen noch drei neue Kreaturen rein. Eine Kreatur ist aktuell bekannt, das ist der Amagasaurus. Und dazu gibt es auch schon einige Informationen. Also in der Wildnis, ja, hat er eben Stacheln hinten auf dem Rücken. Und die sollen extreme Hitze und Kälte speichern können. Und ja, diese Fähigkeit soll sich halt in den Arcs dann entwickelt haben. Ne? Also erklärt man jetzt dann auch, warum er diese Fähigkeit hat, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Weil, wie gesagt, die wird er ja damals nicht so gehabt haben. Es ist ein Sauropode, also kann dem Bronto und so weiter zugeordnet werden. Und ist aufgrund seines Rückensegels eben ein begnadeter Schwimmer, was natürlich schon mal nice ist. Also die Einsetzbarkeit, die Variabilität des Dinos ist dann schon sehr, sehr groß. Und außerdem ist es so, dass er wohl auch die meisten Raubtiere und Menschen angreift. Und laut dieser Explorer-Note, das ist ja keine Explorer-Note, das ist ja so ein Dossier, soll sich dieses Verhalten ebenfalls auf dem Ark dann entwickelt haben. Ist also so auch nicht. Beziehungsweise man kann es ja auch gar nicht so belegen. Wie dem auch sei, die Stacheln werden jedenfalls als Waffe auch eingesetzt und im gezähmten Zustand ist es dann so, dass wir diese Stacheln für uns selbst nutzen können. Also wir können zum Beispiel damit Harz aus Bäumen rausholen und ja, es wird ja extreme Hitze und Kälte gespeichert. Das heißt, wir können auch Kälte bzw. Hitzewellen ausstoßen, die Rüstung zerstören sollen. Und hierbei ist interessant, dass diese primitive Rüstung, ja, sagen wir Stoff, Leder, eventuell auch noch Flak, das werden wir dann sehen, ist davon wenig betroffen, aber hier steht komplexere Rüstung stärker. Ich bin jetzt gespannt, ob man damit dann zum Beispiel eine Tech-Rüstung komplett lahmlegen kann. Das wäre auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant. Und was ebenfalls sehr, sehr interessant ist, ich habe gesagt, drei Kreaturen kommen neu ins Spiel rein. Alles Dinos oder Kreaturen, die es so auch mal gegeben hat. Eine ist bekannt. Und die letzte wird durch die Community bestimmt. Ihr habt jetzt noch Zeit bis zum 23. Juli. Könnt ihr selbst eine Kreatur einsenden, beziehungsweise wenn diese Kreatur schon eingesendet worden ist, könnt ihr die einfach upvoten und könnt auch da in diesem Thread dann eure Sachen mit reinposten. Also welche Fähigkeiten soll die Kreatur haben, wie soll sie aussehen und so weiter. Also all das könnt ihr eben damit reinschreiben und ihr könnt auch mit reinschreiben, wie das Tier denn aktuell in die Meta von Ark passt, um dann so ein bisschen, ja, hier einfach eure Vorstellung einzubringen. Und ganz, ganz wichtig, ihr steht auf der Wildcard-Seite eben auch, unbedingt alles reinschreiben, auch wenn nicht jede Kreatur ins Spiel kommt, wird man versuchen, Dinge mit reinzubringen, die sinnvoll sind. Und hierbei ist eben interessant, also ihr könnt Kreaturen eben upvoten und die Top 10, die gehen dann nochmal in ein eigenes Voting rein und da können wir dann als Community entscheiden, welche Kreatur denn reinkommt. Wie gesagt, es ist nur eine, zwei legt Wildcard selbst fest, aber eine können wir eben mit reinbringen. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.